Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark im Hardcore-Modus. Wir haben uns jetzt die schwierigste Aufgabe überhaupt gestellt. Wir sind im Level oder auf dem Schwierigkeitsgrad Eindringling hier in der Wildnis unterwegs und das ist eine richtig harte Nummer. In 20 Minuten kann es dazugegeben werden. Wir wärmen ein wenig auf. Sehr gut. Ja, mit der Kohle können wir Temperatur gewinnen. Was ein großes Problem ist, wir können ohne Schlafsack nicht übernachten. Das heißt, wir werden weiter Lebensenergie verlieren. Das soll bedeuten, wir können uns hier nicht allzu lange aufhalten. So, 12 Minuten. Gut, dann werde ich ein paar von denen essen, einfach nur, um uns sozusagen über dem absoluten Minimum zu halten. Bisschen was schmelzen. Und wenn wir jetzt die Kohle reinwerfen, glaube ich, kommen wir schneller auf Temperaturen. Genau, das ist der Bonus von dieser Kohle. Wir kommen schneller auf Temperaturen. Ihr seht, jetzt wird es ziemlich schnell gehen. Dumm ist nur, ich kann die Zeit eigentlich nicht wirklich nutzen. Ich muss von hier weg. Ich werde mich ganz aufwärmen. Und dann heißt's loslaufen. Okay, nochmal einen kleinen Drink. Und los geht's. Wir können von Glück reden, wenn wir jetzt nicht in irgendein Tier reinlaufen. Ich hoffe, dass wir Glück haben werden. Kurz durchatmen. Da ist ein Bär. Okay. Hat uns ignoriert, glaube ich. Einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Crazy. Jetzt haben wir noch hier das Problem, dass hier am meisten ein Wolf rumschleicht. Und wir würden einen Angriff nicht überleben. Da geht's. Okay, das lief bis dato gut. Ich habe noch gar nichts über Prognosen gesagt. Also, wenn man in diesem Spiel 5 Tage überlebt, ist man schon ziemlich gut. Ziemlich gut. Das heißt, das wird eine kurze Geschichte. Und wir müssen alle Tricks anwenden. Und das Beste hoffen. Nächste Runde. Wir haben das. Sehr wichtig. Die Beeren, also Hagebutten, geben uns Minimum, also wirklich sehr minimal ein bisschen Kalorien. Schauen wir mal hier und hier. Da war nichts. Manchmal gibt es dort noch was. Okay.
Okay. Einmal nichts. Gut, dann weiter. Wie sieht's aus? Alles fallend. Wir nehmen jedes Stöckchen mit. Weiter, weiter. Ja, und wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg zur Pelzjägerhütte. Und das ist vollkommen klar, wenn ihr die Map noch nicht kennt, werdet ihr ziellos hier rumlaufen und ja, einfach in der Wildnis sterben. Das heißt also, das empfiehlt sich, also dieser Hardcore-Modus empfiehlt sich nur, wenn ihr die Map ein bisschen kennt. Weiter geht's. Magenknurrt. Ja, es machen auch andere Dinge Spaß. Also dieser Hardcore-Modus ist natürlich eine tolle Geschichte, aber er eignet sich nicht, um das Spiel in Ruhe und in all seiner Tiefe kennenzulernen, sondern es ist eine hastige, schnelle Nummer. Wie gesagt, 5 bis 10 Tage, denke ich, werden wir als Ziel mal, als Zielmarke mal rausgeben. Es gibt natürlich auch Leute, die noch länger durchhalten, aber das ist sehr, sehr stressig. Es macht Spaß, aber man kommt nicht so richtig dazu, zu craften, zu experimentieren, zu skillen, weil man eigentlich immer nur on the run ist. Und das hängt damit zusammen, dass ihr nicht die Möglichkeit habt. Wie sieht's eigentlich aus? Wir gehen mal hier rüber. Dass ihr nicht die Möglichkeit habt, an einem Ort zu verweilen, sondern ihr seid gezwungen, euch permanent weiter zu bewegen, weil euch der Hunger treibt. Gut. Gibt's hier drin was? Nee. I'm gonna need to rest soon. So, Haus des Pelzjägers, wunderbar. Nehmen wir das noch auseinander. 20 Minuten. Und dann rein. Temperatur steigt, dann schnell alles checken. Einmal nichts. Wildnisküche. Okay, okay, okay. Wenn ihr mal den anderen Level gespielt habt und wisst, was man da teilweise alles für schöne, wunderbare Dinge findet, dann ist das schon so ein bisschen. Oh, eine Bügelsäge. Das ist ein wirklich, wirklich wertvoller Fund. Da kann man
aber nicht meckern. Stoff. So, was haben wir da? Eine Notiz. Okay. Lass ich mal zurück für lesen, wenn wir hier in dem Modus keine Zeit haben. Dann, was können wir tun? Es ist hell. Nee, die Sonne geht unter. Ich werde davon ein paar zu mir nehmen. Und zwar immer so viel, dass das ungefähr so mit dem hinhaut, wie viel ich schlafen möchte. Sagen wir mal eine Stunde. Denn Essen vor dem Schlafen hat eben den Vorteil, man verbraucht während des Schlafens nur wenige Kalorien. Und das heißt also umgekehrt, dass unsere Kalorien direkt vor dem Schlafen am besten angelegt sind. So. Warum machen wir das? Wir haben 17 Stöcker. Eigentlich brauchen wir das nicht. Dann. Ja, dann ruhig nochmal. Was einpfeifen. Ah, wir verlieren leider bei dem Aufschlagen von da 10%. Und dann sage ich 6 Stunden schlafen. Das nehme ich hin. Ja, und was können wir tun? Es ist mitten in der Nacht gewissermaßen. Wir können ja nichts flicken. Also sage ich euch nochmal 2 Stunden. Wie ist unser allgemeiner Zustand? Wir sind auf 55. Das ist okay. Und wir haben immer noch etwas. Egal, egal, mein Gott, man sieht in der Bude echt nichts. Geht's da raus? Ja, das ist das erste Hilfeset. Können wir hier draußen etwas tun? Etwas Sinnvolles. Ich meine, man kann hier was sammeln. Man sieht doch fast nichts. Es ist halt nur so, diese Zeit hier, wenn wir ausgeruht sind, aufgewärmt sind, die will ich eben so effizient wie möglich nutzen. Denn Energie verbrauchen wir so oder so. Und nur die Zeit abzuwarten ist irgendwie unbefriedigend. Nochmal hier. Oh, sure, I'm getting cold. Gibt
gibt's denn nichts? Da haben wir was. Auseinandernehmen. Und zurück zum Häuschen. Oh ja. Gut. Wir wärmen uns wieder auf. Und das geht am besten mit dem Bett. Dann können wir auch noch mal etwas zu uns nehmen. Und das auch noch. Und sagen, 2 Stunden schlafen. Okay. Es wird ein wenig heller. Den Tisch kann ich nicht auseinandernehmen. Was haben wir hier? Die Bank ebenfalls nicht. Das können wir auseinandernehmen. So. Dann. Ah, den können wir auch auseinandernehmen. Gut. Wir haben zu trinken und was wir uns noch nicht angeschaut haben, ist der Safe. Und da haben wir's. Ja, sehr gut. Wunderbar. Man ist ja hier wirklich mit all diesen Dingen glücklich, kann man sagen. 47. Haben wir denn Stoffreste? Genau, dann können wir durch hier. Bisschen was reparieren. Gut. Leider bleibt uns nicht mehr Zeit, hier noch mehr zu verweilen. Der Hunger treibt uns vorwärts. Und what? Ach du Schande. Minus 26 Grad. Das ist ungut. Okay, wir müssen also noch einen Moment hier verbleiben. Dann versuche ich das Beste daraus zu machen. Feuer machen. Also bei solchen extremen Minustemperaturen überlebt man einfach nicht lange. Deshalb versuche ich es jetzt so, dass ich hier ein Feuer mache. Ich weiß nicht, ob ich schon die Beeren zubereiten kann. Wenn nicht, koche ich eben eine Stunde ein bisschen Wasser ab. Mehr Vorbereitung ist eben kaum drin. Ja, ihr seht, eine spannende Geschichte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, seid ihr bei der nächsten Runde wieder dabei. Lasst gerne noch einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut gerne in den Kommentarbereich und natürlich auch ins Forum von Dalloride. Den Link findet ihr unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.